Ja, hallo und herzlich willkommen zum Info des geplanten Abonnenten-Special Teil 1. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mehrere Abonnenten-Specials sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt demnächst wird halt der erste Teil starten. Es geht um Heroes and Generals, das Free-to-Play FPS Game, das ich ja hier auf meinem Kanal auch schon relativ gut, denke ich mal, vorgestellt habe mit den unterschiedlichen Fraktionen, die euch zur Verfügung stehen, sowie die jeweiligen Truppengattungen der Fraktion. Es stehen uns mittlerweile ja drei Fraktionen zur Verfügung, nämlich Amerika, Deutschland und die Sowjetunion. Und ich habe jetzt in diesem ersten Teil geplant, mit euch zusammen zu spielen und auch entsprechend Let's Plays aufzunehmen als Special. Dementsprechend müsst ihr euch entscheiden, wen ihr spielen wollt, die Amerikaner, die Deutschen oder die Sowjets. Ich werde mich dann danach richten und versuchen, alle Wünsche irgendwie unterzubringen, was dann bedeutet, dass wir durchaus auch mehrere Videos aufnehmen werden. Das Ganze wird so ablaufen. Ich werde dann, je nachdem, wie viele Leute wir sind, entsprechend Trupps zusammenstellen oder halt auch einen Trupp und wir werden dann halt gemeinsam losziehen. Es stehen zur Auswahl, ich habe jetzt hier mal symbolisch die Amerikaner erstmal genommen. Die einzelnen Trupps sind allerdings halt identisch. Von daher ist das jetzt eigentlich eher sekundär. Wir haben einmal die Wache. Das sind also drei Leute, die Infanterie 6, die Aufklärer 3, die Fallschirmjäger 6, Panzer 3 und die Jagdgeschwader oder das Jagdgeschwader besser gesagt mit vier Leuten. Wenn wir jetzt Interessenten haben, die sagen, naja, mein Gott, ich habe Infanteristen, aber kein Panzermenschen und dann habe ich drei andere, die wollen lieber Panzer spielen. Wir werden das dann so koordinieren, dass ich durchaus mehrere Leute dann beauftrage, die dann die unterschiedlichen Trupps zur Verfügung stellen und wir schauen dann mal, inwieweit wir da irgendwie spezialisierte Spiele dann zusammenkriegen. Gut. Ansonsten steht halt zur Wahl, dass wir dann halt gemeinsam alle unterschiedlichen Trupps abarbeiten und halt gemeinsam losziehen. Gut, der geplante Start des Specials wird der 11.07.2015 sein, jedenfalls nach jetzigem Stand um 20 Uhr, wenn wir uns treffen. Und dann entsprechend zunächst einmal alles Organisatorische durchgehen, auch wer eventuell selbst irgendwelche Let's Plays aufnehmen möchte, was auch immer. Ich werde noch überlegen, ob wir das Ganze entweder im TS machen, das muss ich erstmal abklären, oder halt über Skype beziehungsweise wahlweise auch über den Steam Voice Chat. Das werden wir dann aber, wenn ich weiß, wie viele Leute ich habe, entsprechend festlegen. Also Voraussetzung ist, dass ihr halt zumindest ein Headset habt, um halt dran teilnehmen zu können, denn ansonsten lohnt sich das mit der Aufnahme ja nicht, wenn man euch nicht hört. Für die Leute, die kein Headset dabei haben oder halt kein Mikro, ich würde euch halt auch mitnehmen und wir müssen dann mal schauen, wie wir das organisiert bekommen. Ich denke mal so, die einzelnen Gespräche bekommt ihr dann auch so mit. Ist dann halt nur schade, dass man euch nicht hört, denn ich würde euch auch gerne kennenlernen. Also wie gesagt,
Headset. Wenn ihr TeamSpeak habt, TS3, umso besser. Ansonsten könnt ihr euch das schon mal runterladen. Wie gesagt, je nachdem, wo wir uns dann treffen, die Infos gebe ich dann noch bekannt. Braucht ihr die entsprechende Software. Gut, dann nicht vergessen, tragt euch bitte in den Kommentaren dieses Videos ein, ob ihr teilnehmen wollt und halt welche Fraktion und Truppengattung ihr spielen möchtet. Ja, das ist halt ganz wichtig. Einfach unten Kommentar hinterlassen, sagen, ja, ich habe Interesse, möchte spielen, weiß ich nicht, Amerika und Panzertruppe oder sowas, damit ich das dann auch entsprechend planen kann bis zum 11.7. Dann solltet ihr natürlich online sein. Ihr könnt mich dann entsprechend hinzufügen in Steam unter Primarch Sanguinius. Und dann bekommt ihr auch alle weiteren Daten, beziehungsweise was ihr auch machen solltet, bitte in den Kommentaren dann entsprechend eure Ingame-Names bei Heroes and Generals hinterlassen, damit ich euch dann hinzufügen kann, damit wir überhaupt gemeinsam spielen können. Gut, so viel erstmal dazu. Also 11.07. 20 Uhr ist geplant. Tragt euch entsprechend ein. Ich möchte mich auch bei euch allen bedanken, die ihr mich in den letzten 12 Monaten unterstützt habt. Denn ohne euch wäre halt dieser Channel nicht zu dem geworden, was er im Moment ist. Nämlich 100 Abonnenten, mehr als 23.000 Aufrufe. Das ist schon ganz ordentlich dafür, dass ich das eigentlich nur nebenbei mache. Da ich selbst halt nicht so viel Zeit investieren kann in YouTube. Dementsprechend halt für mich wirklich eine besondere Freude, dass ihr euch die Videos durchaus anschaut, euch auch Inspirationen holt. Da habe ich auch viele positive Kommentare bekommen, dass die Videos teilweise recht hilfreich sind. Ich sage immer, ich bin kein Pro-Gamer. Ja, ich spiele auch selbst nur nebenbei. Lege da auch nicht besonderen Wert darauf, sondern für mich ist es halt wichtig, dass ihr Einblicke in die Spiele bekommt, in die Spieldynamiken, in die Optionen, die ihr habt in den Spielen, gerade auch bei Heroes and Generals. Das ist ja doch komplex sein kann, wenn man an die Generäle denkt, damit ihr halt einfach mal einen Überblick bekommt, vielleicht selbst ein bisschen Spaß habt, euch amüsiert bei den Spielen. Dazu ist dieser Kanal gedacht. Nicht dazu, dass ich jetzt hier absolut professionelles Gaming zeige. Gut, dann vielen Dank an euch alle. Und insbesondere möchte ich natürlich noch einigen Leuten danken. Zum einen wäre da Kevin Schreck, der Kevin, mit dem ich auch schon einige Videos aufgenommen habe, mit dem ich recht häufig spiele, auch wenn wir nicht aufnehmen. Dann Momo LP, der mich auch mit dem einen oder anderen DLC durchaus schon versorgt hat. Dann Tayahiro, der sehr schöne Videos auf seinem eigenen Kanal produziert. Er hat, glaube ich mal, wenn ich mich jetzt recht entsinne, selber LPs gemacht. Im Moment allerdings die Animationsvideos der einzelnen Spiele. Das ist derzeit sein Fokus. Schaut dort ruhig mal rein. Ich habe ihn auch abonniert. Könnt ihr dann schauen wegen der Links. Dann den Kavalier, den Alex, mit dem ich Verdun zusammen auch aufgenommen habe mit Momo LP. Und zu guter Letzt dem Sim, mit dem ich auch recht häufig spiele. Und wir haben auch, meine ich, schon das ein oder andere Video aufgenommen. Gut, in diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare
und hoffe, dass sich am 11.06. dann möglichst viele Leute finden. Bis dahin, das nächste Video wird dann in der nächsten Woche erstellt werden zum Thema Sowjets und den mittleren Panzer T-34.